vollendete Ligen, die vom Haus aus der Stadt verbannt wurden. Aber hier verfolgen wir ein gemeinsames Ziel. Wir sind die Silver Six. Und eines Tages wird man von uns hören. Tyler? Lil Tyler Morgan? Es ist also echt wahr. Dios mio, ich fass es nicht. Wovon redest du, Gaio? Dass du dir das Haus vorknöpfst. Ich hab's gehört, dachte aber, so verrückt bist nicht mal du. Ich mein's ernst. Ich lasse Lina nicht davonkommen. Wow, du spuckst große Töne, Lil Tai. Warum machst du's dir so schwer, Cabron? Ich hab da was deutlich Einfacheres für dich. Wir reden nach dem Rennen. Fahr zuerst über Silverdam. Du machst es mir nicht leicht, oder? Hey, wir müssen uns doch wehren. Ja, dann reden wir nach dem Rennen. Und es wird ein schönes Duell Porsche gegen Porsche. Aber ich denke mal, die ersten paar werden relativ einfach, weil ich habe hier meinen Porsche Cayman GT4 mit dabei. Und der ist schon ein bisschen übermächtig. Also er ist nicht unbedingt vielleicht der Wagen, aber eben, ich habe ihn jetzt schon relativ weit hochgetuned an sich gesehen und bin jetzt schon bei 279. Und dieses Event gerade hat eben nur 209 als Voraussetzung. Deshalb sollte das eigentlich gut möglich sein. Hier so eine übelste, so eine übelste Driftstrecke hier. Und der lässt sich eben anders steuern wie so ein Driftwagen. So, ich mach meinen schönen Porsche kaputt. Ist ja nur so ein billiger Porsche. Von wegen. So, wir haben die wir haben ja Checkpoint-Dinger. Also bei den Zeiten. Wir erreichen die Ziellinie. Nee, doch, bei jedem Checkpoint geht's weiter. Nicht der, der am Ende gewinnt. Wieso? Der Motor läuft auch schon. Das ist ja mein Motor, der läuft ja. So. Oh, ganz ruhig. Autsch. Voll schöne Gegend. Ich weiß nicht, ist das so eine Umstellung? Ich bin vorher den Driftwagen gefahren und der Racer, der reagiert dann wieder ganz anders. Das schaffe ich. Oh. Was ist mit dem hier? Muss ich den überholen? Den Black Mamba, den haben wir doch vorher auch schon gesehen. Ganz am Anfang von der Videosequenz. So. Oh. Ja, hallo. Wie unfair. Aber eben, ich fahre immer voll dagegen. Gibt's ja gar nicht. Der aber auch, der macht's mir nach. Der hat den Rückspiegel geschaut und hat gesehen, so, oh, was macht denn der für ein cooler Trick? Weil ich eben wirklich noch vor kurzem in den Driftwagen gefahren bin und das ist so anders, das Verhalten. Und natürlich halt auch so generell anderen Wagen und so. Schon mal bereit, ich bin gleich da. So, Achtung. So, Zeit wieder verlängert. Wir haben hier Wild Ouch Card. Sorry. Den letzten Ort geht sich nicht über Punkte. Ist da, wo wir in der Highschool den Mustang gecrasht haben. Was heißt hier wir? Das war allein deine Schuld, Gaio. Details. Wir sind schon fast bereit, Oh, come on. Hä, die fahren alle voll scheiße. Die können ihre Team von Silver Six in Scheiße Six umbenennen. Und ich kann wohl gerade auch in das Team reinschauen. So wie wir fahren. Man sieht den grünen Qualm. Voll geil. Reifenqualm in grün gemacht. Hatte ich eben übrig und hat eben perfekt gepasst. Ich habe auch grünes Neonlicht drin, aber eben ausgeschalten, weil wohl Tag ist. Also automatisch. Kannst du nicht selber einschalten. Aber können wir uns ja dann mal nachts anschauen. Sieht schon geil aus mit dem grünen Qualm. Weil hier sieht man es jetzt ein bisschen schlecht im Schatten. In der Sonne sieht es schon richtig nice aus. Oh nein, kurz davor, ich will vor denen sein. So, kommt jetzt noch ein Rennen oder? Wo steigt das Rennen? Ist das quasi
das erste Ding gewesen. So, bei Speedcard müssen wir mal schauen. Obwohl, 12 Auspuff. Oh, doch, kommt doch sogar was richtig Gutes noch dabei raus. Jetzt noch weiter nach oben. So, und jetzt eben Fahrt zum Zielpunkt, okay. Okay, ich stehe zu meinem Wort. Ich habe dir den Ort geschickt. Sollte das eine Herausforderung sein? Wenn dich das hier beeindruckt, wirst du den Outlaws rasch nicht überstehen. Falls du an mir vorbeikommst. Ach, das kriege ich schon hin. Und ich werde auch für Lina bereit sein. Ich sagte nicht Lina. Ich sagte den Rasch. Ist doch dasselbe. Glaub mir, Amigo. Das ist es nicht. So, meine Freunde, einmal hier. Mann, was ist los, Gaio? Bist du denn nicht scharf darauf, es dem Haus heimzuzahlen? Wir haben es versucht, wirklich. Aber das ist besser, als vom Haus fertig gemacht zu werden. Genug geredet. Du hast dein Rennen zu verlieren. Was, zu verlieren? Muss ich verlieren? Was labert der? Ja, und jetzt hatten wir es gesehen. Oh mein, Alter, es kribbelt in der Nase. Was ich sagen wollte. Hier sieht man es jetzt schön. Es ist, ja, es ist langsam hier Dämmerung. Eigentlich Nacht ist noch nicht. Aber das Neonlicht ist eben schon an. Oh, hier andere Leute wo fahren und die Polizei. Okay. So, wir müssen auch noch ein bisschen driften. Aber wir haben 4 Runden. Also soll das alles hier im Rahmen sein. Hier auch eine schöne lange. Wow, gerade. Dann kam hier schön so zack, einmal rüber. Ja, wohl so viel sind wir auch nicht gedriftet. Müssen wir ein bisschen. Aufpassen. Oh, aufpassen. Halb so wild. Okay, sind eben ein bisschen weiter hinten, weil eben natürlich mein Wagen, glaube ich, auch ein bisschen zu gut für diese Rennen gerade sind. Damit ist er jetzt ja durch die andere Speedkarte nochmal besser geworden. So, ich hoffe halt, dass ich das mit dem Driften so an sich noch hinbekomme. Aber, ja, bin da gute Absichten hier. Erster, perfekt. Ja, richtig weit sogar. Ich sehe sie ja gar nicht mehr. Hier mal ein bisschen driften. Aber 600 Meter. Das war jetzt, glaube ich, 1500. Da sind wir ja schon über die Hälfte und wir sind jetzt bei der Hälfte vom Rennen. Das sollte funktionieren. Wow! Hat ja so blöder Gegenverkehr. Ich fahre ja mit 80 immer rechts rüber, damit ich eben auch den Drift ein bisschen lang ziehen kann. Ansonsten würde ich auch vielleicht zum Beispiel auf der Gegenspur fahren und innen durchziehen. Aber ist eben so beabsichtigt. So, noch eine Runde. 150 Meter. Sollte funktionieren. Sogar nur noch 90. Seht ihr? Ihr hattet nie eine Chance. Ja, eben. Richtig extrem. So, abgeschlossen. Nitro benutze ich, glaube ich, gerade fast gar nicht, weil wir eben so weit vorne sind. Müssen wir noch auf die Autolog-Zeit eben schauen. Sollte, glaube ich, aber auch funktionieren. Nicht mehr viel Zeit, Leute. So, und einmal schönes Ziel. Aber wie gesagt, gerade gar nicht so eine große Herausforderung. Weil dem der Wagen doch noch ein bisschen zu gut hier einmal aufgestellt wurde. So, mal schauen, ob es wieder was gibt. Wenn nicht, auch nicht so schlimm. Schon wieder Auspuff. Diesmal mit Tempo. Ja. Ja, brauchen wir es nicht unbedingt. So, das war erst ein Punkt von 5. Okay. Ich hatte vergessen, wie gut du am Steuer bist, Cabron. Hör zu, vergiss diesen Wahnsinn und komm mit deiner Crew zu uns.
Wir haben da ein nettes kleines Geschäft am Laufen und könnten Leute mit euren Fähigkeiten brauchen. Verarschst du mich, Gaio? Ziehst du etwa denselben Mist ab, für den unsere Alten eingebuchtet wurden? Diesmal ist es anders. Klar, diesmal wirst du eingelocht. Total anders. Komm einfach zum nächsten Rennen. Wir zeigen dir, wie gut es hier drauf ist. Ja, bitte schon auf dem Weg, man hat es vielleicht gesehen, 225 ist die Stufe. So, gehen wir 250 hin. Ja, war ein bisschen zu spät leider. Klar, neuer Rekord, aber halt keinen zweiten Stern bekommen. So, eine Köderkiste, die lassen wir jetzt hier mal kurz stehen, weil eben hier auch das Rennen gleich ist. Hier so eine Cassandra im Porsche. Ich habe schon fast gedacht, vielleicht ist das hier der Gaio, aber der wird ja erst am Ende kommen. So, und wir haben auch eine Zielzeit. Mal schauen, ob das funktioniert. Ah, mit dem Wagen sollte es da wirklich machbar sein. So, wo kommt von hinten was? Ja, voll die Driftstrecken, ey. Eigentlich an sich. Obwohl wir hier einen Racer haben. Halt auch so wieder Umgewöhnung, viel mit der Handbremse in den Drift reinzugehen, und eben mit einem Driftwagen braucht man das eigentlich nicht unbedingt. Nur wenn wirklich so eine scharfe Kurve kommt und man auch vor allem schnell unterwegs ist. Aber hier bei so einem Racer ist es fast ein bisschen besser, immer die Handbremse mal kurz mit anzutippen. Geht auch ohne, aber eher dann so in langgezogenen Kurven und wo man auch ein bisschen mehr Platz hat. Na sowas, ich bin Erster. Ja, immer noch. Die ganze Zeit schon. Aber ja, okay, wir sind, glaube ich, 60 Punkte voraus. Insgesamt. Das ist natürlich einiges. Ich denke halt eben gerade bei dem Racer kann man das gut merken. Bei Drift oder so ist, glaube ich, nicht so extrem. Wobei beim Offroader haben wir, glaube ich, auch mit minus 20 Punkten oder so gewonnen. Aber ich denke, beim Racer macht es viel aus. Also da ist sehr genau mit den Punkten. So, oh, was geht hier weiter? Wieder hier schön Kurven. Sehr viele Kurven. Aber geradeaus fahren kann ja eigentlich jeder. So, was haben wir denn noch? Oh, 3,5 Kilometer. Schon noch ein Stück. 1,5 Minuten vor die Zielzeit. Ihr seid einfach zu lahm. Ja, in dem Fall schon. Aber es wird eben auch anders aussehen, wenn der Porsche jetzt eben 220 Punkte hätte. Muss man eben auch dazu sagen. Kann man jetzt nicht sagen, so, oh, 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 ich bin so gut, sondern eben einfach, der Porsche ist zu gut. Einfach zu gut getuned. Im Ziel. Ja, kann man sagen. 1,7 Kilometer. Ich wollte schon sagen, es übertreibt auch ein bisschen, aber geht eigentlich einigermaßen. Gar nicht viel Nitro genutzt. Habe ich am Anfang Nitro genutzt? In letzter Zeit eben nicht. Weiß gar nicht. So, mit der Zeit. Oh, über unter 40 Sekunden hier. Alter, mega. Aber wie gesagt, also. Nehmt das, ihr Bastard. Wir sind halt so hochgestuft. So, eine mittlere Speedkarte. Immer den Turbo. Nee, Auspuff war es immer. Aber es wird sogar besser. Aber eigentlich wollte ich eben mal schauen, was passiert, wenn ich 6-mal die gleiche Marke drin habe. Und das Problem ist eben, wir haben eben 5-mal Amerikaner drin. Und ich glaube, was war es? Ich glaube, beim Kopf war, glaube ich, was anderes drin. Deshalb will ich eigentlich ungern den Turbo hier reinbauen. Obwohl er ein bisschen... Ich tue ihn mal in die Garage schicken, vielleicht kann man es im Nachhinein machen.
Und wir haben ja eh von dem Punkt her, sollten wir es ja eh kein Problem mehr haben, sogar bis zum Ende. Die anderen zwei, die Drift-Liga und die Offroad-Liga, war auch bis 280. Lil Tai hat's noch drauf. Mann, ich hab den Jungs doch gesagt, dass du nicht verlernt hast. Den Jungs? Der Gang aus The Barrier. Die Sixth Street ist zurück, Mann. Wenn du dich uns anschließt, ist es genau wie früher. Alle fahren jetzt wieder zusammen? Ja, verdammt. Und die Anita macht immer noch ihre krassen Empanadas. Nur, dass wir jetzt ein bisschen später nach Hause kommen als damals. Mann, mit euch zu fahren weckt alte Erinnerungen. Fühlt sich gut an, hm? Das nächste Rennen ist am Airfield. Sehen wir uns da? Wieder am Airfield? Oh, grüner Qualm. Sieht geil aus, gell? Okay, aber ich muss sagen, wir sehen uns im nächsten Mal dann hoffentlich wieder. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen. Dann gibt es auch einen kleinen Abflug.